Hi Leute, heute soll es um meine Beauty-Geheimnisse gehen. Das sind natürlich jetzt nicht so krasse geheime Sachen und ich denke, vieles kennt ihr auch schon von mir, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Aber ich dachte mir, ich mache mal einfach so ein großes, gebündeltes Video, wo ich euch viele meiner liebsten Beauty-Tipps und Tricks vorstelle. Außerdem ist dieses Video in Kooperation mit Bioré entstanden und Bioré ist jetzt ganz neu bei DM vertreten und die haben echt coole porenverfeinernde und porenreinigende Produkte, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ihr wisst ja, ich gehe immer sehr offen mit Kooperationen um und deswegen blende ich bei solchen Videos auch immer oben in der Ecke Werbevideo ein. Dann wisst ihr einfach Bescheid, dass in diesem Video eine Kooperation stattfindet, die aber wirklich sehr cool ist, denn ihr könnt 4 richtig tolle Pakete gewinnen. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir am Ende des Videos. Wir wollen jetzt erstmal anfangen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinen Beauty-Geheimnissen. Der erste Beauty-Tipp, den ich für euch habe, dreht sich um die Wimpern. Und zwar nehme ich immer ein Wimpern-Dauerwelle-Set von Refectocil oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Gibt es bei Amazon, werde ich euch in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall kann man sich eine Wimpern-Dauerwelle zu Hause machen und dann sind eure Wimpern einfach immer geschwungen. Ihr braucht sie also vor dem Tuschen nicht biegen oder generell, wenn ihr vielleicht dunklere Wimpern habt, sieht man die dann einfach viel besser. Dadurch, dass die Wimpern dann viel geschwungener sind, sieht das Auge sehr viel frischer und auch wacher und größer aus und deswegen ist das einer meiner liebsten Beauty-Tipps. Häufig habt ihr mich schon gefragt, wie ich meine Zähne so weiß bekomme und dafür nutze ich White Strips. Das sind so durchsichtige Streifen, die man sich auf die Zähne klebt für circa eine halbe Stunde am Tag und das macht man so 3 Tage am Stück und dann sollten eure Zähne um einige Nuancen heller werden und das mache ich circa so einmal im Jahr, um das einfach aufzufrischen. Mindestens einmal die Woche gehe ich baden und dort benutze ich dann sehr gerne hautreinigende Produkte wie zum Beispiel Masken oder ähnliches, weil einfach durch die Hitze und den aufsteigenden Dampf die Poren im Gesicht sich weiten und dadurch die Produkte besser aufgenommen werden können. Und hier nehme ich heute verschiedene Produkte von Bioré, zum Beispiel haben die auch ein Backpulver-Waschgel, ein Peeling, eine Aktivkohlemaske und Clear-Up-Strips. Zuerst nehme ich jetzt das Backpulver-Peeling und das sieht wirklich aus wie Backpulver. Davon gibt man sich ein bisschen was in die Hand und wenn man dann Wasser dazu gibt, wird es halt zu einem schönen Peeling, welches die Haut von abgestorbenen Hautzellen befreit und das massiere ich dann einfach für ein paar Minuten in mein Gesicht ein und spüle das dann erstmal wieder ab. Anschließend trage ich dann jetzt die 1 Minute Thermomaske mit Aktivkohle auf. Das ist eine dunkelgraue Maske, die beim Einreiben in die Haut warm wird. Und zwar ziemlich warm. Ich war sehr überrascht, als ich die das erste Mal benutzt habe. Die lasst ihr dann 1 Minute auf eurem Gesicht und könnt die dann auch wieder abspülen. Zum Schluss nehme ich jetzt noch die Clear-Up Strips von Bioré, die die Poren wirklich unglaublich gut reinigen. Die klebt man auf die angefeuchtete Gesichtshaut und muss dann warten, bis die getrocknet sind. Und wenn ihr das dann wieder abzieht, Leute, boah, ich war doch leicht geschockt, was alles aus meiner Nase und aus meinem Kinn so rauskommt. Achtung, ekliges Bild. Ja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Nach dem Baden ist die Haut perfekt vorbereitet für Selbstbräuner und ich nehme am liebsten und das schon seit Jahren die Sundance Selbstbräunungsmilch. Das ist nämlich einfach eine Bodylotion, wo ein bisschen Selbstbräuner drin ist und damit bekommt ihr einfach, besonders wenn ihr so hellhäutig seid wie ich, einen richtig schönen Glow und dazu habe ich auch schon mal ein komplettes Video gemacht, worauf ihr achten müsst bei Selbstbräuner. Das kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken, falls euch das interessiert, denn so langsam beginnt ja wieder die Zeit, wo man ein bisschen gebräunter aussehen möchte. Und die nächste Kategorie lautet Augenbrauen. Ich habe nämlich eine neue Augenbrauenroutine, die unglaublich einfach ist. Und zwar habe ich aus Zufall den Gimme Brow von Benefit benutzt, aber in einer zu dunklen Farbe und zwar in der Farbe Nummer 3. Und den habe ich dann auf meine Augenbrauen aufgetragen und gemerkt, so huch, die Augenbrauen sehen ja schon fast perfekt ausgefüllt aus. Das Einzige, was ich dann jetzt noch mache, ist von Catrice diesen Brow Definer in der Farbe Blond zu benutzen. Das ist so ein ganz dünner Filzstift und dann noch so kleine Lücken auszufüllen. Und tada, schon sind die Augenbrauen fertig. Total schnell und super schön. Ihr wisst ja vielleicht von mir, dass ich es hasse, wenn meine blonden Haare einen Gelbstich bekommen und deswegen nutze ich hier mal ein Silbershampoo, das ich bei Amazon gekauft habe. Ich werde natürlich alle Links in die Infobox packen und dieses Silbershampoo ist viel besser als eins aus der Drogerie, weil es halt wirklich wie so ein Toner ist. Das heißt, die Haare werden ein bisschen eingefärbt in dem Blau und so kann ich einfach diesen Silberstich in meinen Haaren bewahren. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Volumen in den Haaren und zwar nehme ich hierfür immer einen Schaumfestiger von Velvet
Bella in der Stärke 5, also in der stärksten Stärke. Und den trage ich nach dem Haarewaschen auf meinen Haaransatz auf und föhne dann meine Haare. Und zwar am besten über Kopf, dann bekommt ihr mehr Volumen. Aber jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich schon seit vielen Jahren anwende, der vielleicht nicht unbedingt so bekannt bei jedem ist. Und zwar nehme ich meine Haare, wenn sie noch direkt heiß vom Föhnen sind, oben am Oberkopf zusammen und nehme dann eine große Haarspange und befestige damit meine Haare am Oberkopf. Und das Ganze lasse ich dann einfach ein paar Minuten so auskühlen. Und wenn ich das dann wieder aufmache nach 20 Minuten später. Genau, dann habe ich unglaublich krasses Volumen in den Haaren, was auch wirklich den ganzen Tag lang anhält. Also das ist ein super Tipp für mehr Volumen bei feinem Haar. Kommen wir jetzt zu der Verlosung. Und zwar könnt ihr 4-mal ein Set mit Biore-Produkten gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist natürlich Abonnent meines Kanals sein, weil die Verlosung für meine Abonnenten ist. Außerdem solltet ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und mir in die Kommentare euer Beauty-Geheimnis schreiben. Habt ihr irgendeinen richtig coolen Tipp, den vielleicht nicht jeder kennt, den ihr aber anwendet, um euch einfach irgendwie schöner und wohler zu fühlen? Würde mich unglaublich interessieren und ich bin schon gespannt, eure Kommentare zu lesen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück bei der Verlosung. Alle Teilnahmebedingungen stehen auch nochmal in der Infobox, wann das endet und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch in meine letzten beiden Videos vorbeischaut. Die werde ich jetzt hier unter mir verlinken. Und hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!